Grüß Gott, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die letzten knapp 4 Jahre waren für die Rentenversicherung und für die Alterssicherung in Deutschland durchaus bewegte Zeiten, weil wir eben als Große Koalition gemeinsam viel bewegt haben. Wir haben ein beachtliches Feld an rentenpolitischen Themen bearbeitet und eine Vielzahl an Reformen beschlossen, die den Menschen gut tun. Diese Maßnahmen zielen alle darauf, die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken und die Altersarmut in Deutschland vermeiden zu helfen. Und dabei waren die Reformmaßnahmen vor allem davon gekennzeichnet, deutliche Ausweitungen der Leistungen der Rentenversicherung für die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land. Ich denke an das Rentenpaket, das wir gemeinsam beschlossen haben, insbesondere die Mütterrente. Die 9,5 Millionen Müttern und Vätern letztendlich zugutekommen mit bis zu 330 Euro pro Jahr und pro Kind, die Rente mit 63, die Verbesserung bei der Reha-Leistung und natürlich auch die Erwerbsminderung, die wir bereits verbessert haben 2014, die Zurechnungszeit um 2 Jahre erweitert und zum anderen auch die Bewertung der Zurechnungszeit verbessert zu haben, sodass in der Phase, in der man traditionell schlechter verdient, weil man kränker wird, dass diese nicht mehr in dem Maße zählt und mitgerechnet wird. Und gleichzeitig gehen wir jetzt an, die Ost-West-Angleichung zu machen. Wir erleben, dass wir bei den Rentensteigerungen beachtliche Werte erreicht haben, allein in dieser Legislaturperiode im Westen über knapp 10% mehr an Rente und im Osten über 14,5%. Das ist tatsächlich beachtlich. Und alles war nur möglich, weil die Rentenversicherung finanziell gut und stabil dasteht. Daran gewöhnt man sich ja so schnell, an diese Aussage. Aber die Situation ist doch eigentlich ziemlich einmalig. Wir haben so niedrige Beitragssätze wie seit Jahrzehnten nicht. Zum anderen Spielraum für Leistungserweiterungen und zum dritten gleichzeitig auch noch stabile Finanzen. Und das hat eine Ursache. Gute wirtschaftliches Laufen in unserem Land. Wir haben hier vieles richtig gemacht. Wir haben nicht darauf gehört, was die Einflüsterer so viele sagen, Steuern zu erhöhen, die Menschen mehr zu belasten. Im Gegenteil, wir haben die Menschen entlastet, wir haben die Flexirente beschlossen und wir haben auch, dazu trägt es auch bei, den Mindestlohn gemacht. All das führt dazu, dass die Finanzsituation der deutschen Rentenversicherung eine gute ist und wir so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze haben wie seit langem nicht mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und diese Reformmaßnahmen waren vor allem an 2 Zielen ausgerichtet. Zum Ersten, gute Renten für die ältere Generation. Unseres Leitbild ist dabei die Lebensstandardsicherung für die älteren Menschen, ausgerichtet daran durch die mehrere Säulen der Alterssicherung. Und zum Zweiten eine langfristige Finanzierbarkeit trotz der Alterung der Gesellschaft. Und diese notwendige Finanzierbarkeit und nachhaltig ist die Bedingung für ein zukunftssicheres Alterssicherungssystem. Dabei spielt die gesetzliche Rentenversicherung die zentrale und stabile Säule. Aber wir brauchen natürlich auch eine kapitalgedeckte Alterssicherung im Sinne der Ergänzung. Dies ist unverzichtbar und deswegen arbeiten wir daran, die betriebliche Altersvorsorge zu verbessern und auch die Riester-Förderung in diesem Bereich besser auszugestalten. Manches, was in diesem Bereich die Versicherungswirtschaft gemacht hat, hat der Riester-Rente nicht gut getan. Deswegen müssen wir dieses korrigieren. Das reicht dann auch weit in die nächste Legislaturperiode hinein. Und andere Staaten haben uns vorgemacht, wie das geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es besteht klarer Handlungsbedarf bei den Erwerbsgeminderten. Eine 40-jährige Erzieherin zum Beispiel, die krank wird aufgrund von Depressionen und arbeitsunfähig wird, oder ein junger Handwerker, der verunfallt und deswegen seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, der wird die Erwerbsminderungsrente, aller Wahrscheinlichkeit wird diese nicht zum Leben ausreichen. Und deswegen muss die gesetzliche Rentenversicherung das Risiko der Erwerbsminderung wieder ausreichend absichern. Das ist zum einen eine Frage der Akzeptanz der Rente mit 67, aber vor allem eine Frage der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit gegenüber denjenigen, die ja nicht freiwillig ausgestiegen sind aus dem Erwerbsleben, sondern einfach krank wurden. Und deswegen nehmen wir es nicht hin, dass 15% derer, die erwerbsgemindert sind,
auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind. Deswegen haben wir die Reform gemacht 2014 mit der Erhöhung um 2 Jahre, jetzt nochmals schrittweise um 3 Jahre, wo wir die Zurechnungszeiten erweitern. Wir wären damals 2014 gerne bereit gewesen, noch mehr zu tun. Damals gab es allerdings keinen Spielraum. Jetzt haben wir ihn. Und die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie in Fällen, in denen die Arbeit körperlich hart ist, wo sie psychisch belastet sind, wo sie einfach Pech haben, weil sie krank werden, dass sie in solchen Fällen tatsächlich gut abgesichert sind. Darauf zielt die jetzt vorgelegte Reform, eine Frage der Gerechtigkeit, gerade im Umgang mit Menschen, die die Solidarität der Gemeinschaft am meisten Not haben. Das ist eine gute Reform und Ausdruck christlich-sozialer Politik. Herzliches Dankeschön. Ich bedanke mich auch für den